Die Handwerkskammer Koblenz bietet Beratung zu nahezu jedem Thema. Von der Erstausbildung über die Meisterprüfung bis hin zur Existenzgründung finden Ratsuchende hier kompetente Hilfe. Ab heute stellen wir Ihnen diese Arbeitsbereiche vor in HWK-TV. In der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz laufen die Telefone das ganze Jahr über heiß. Nicht nur jetzt, kurz vor Ausbildungsneustart, sind die Fragen rund um die Themen Ausbildung und Lehre im Handwerk vielfältig. Für Michael Jungklaas, Leiter der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz, und seine Kollegen bedeutet das neben der Beratung in Betrieben und Schulen auch die Präsenz im Beratungsbüro. Ausbildungsberatung, was versteht man darunter? Die Ausbildungsberatung besteht derzeit aus etwa 19 Mitarbeitern, die alle in der Abteilung mitarbeiten. Zu uns kommen Betriebe, Lehrlinge, solche, die es werden wollen. Wir haben den Kontakt zu den Berufsschulen, zu den Prüfungseinrichtungen. Und die kommen mit sehr vielen Fragen zu uns, alles rund um die Ausbildung. Wir hatten im letzten Jahr ca. 39.000 Beratungen, telefonisch und persönlich. Die Ausbildungsberater sind an 2 Tagen in der Woche hier im Büro und an 3 Tagen unterwegs draußen in den Betrieben, Schulen. Und die Jugendlichen, die zu uns kommen, kommen einfach spontan. Wir haben ein offenes Büro, also es kann jeder kommen, auch wenn er keinen Termin hat. Und zu den Betrieben kommen wir meistens hin. Also die kommen weniger zu uns, da fahren wir hin, aber die rufen uns an. Und die Betriebe fragen uns in der Hauptsache an, wenn sie Fragen haben, dürfen sie ausbilden, welche Berufe kommen in Frage, was hat sich geändert, gibt es irgendwelche neuen Modelle, die man machen kann, was für Fördermöglichkeiten gibt es. Aber auch sehr häufig mit Konflikten, wenn es in der Ausbildung nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss. Das wissen auch Sieglinde Sträten und Silke Belo-Köfer aus den Beratungsbereichen Fort- und Weiterbildung und Meisterprüfungsvorbereitung. Die beiden Abteilungen arbeiten Hand in Hand, um Bildungsinteressenten die Idee des lebenslangen Lernens zu vermitteln. Zusammengefasst im Bildungsprogramm der Handwerkskammer Koblenz. Wer kann eine Beratung in Anspruch nehmen? Also wir beraten hier, wir sind also ein Team von 4 Personen. Und wir beraten eigentlich alle, die sich für Weiterbildung interessieren, nicht nur Handwerker, sondern eben auch Leute, die aus dem Bürobereich kommen oder selbst aus der Industrie. Davon haben wir Gesellen, Lehrlinge, Betriebsinhaber, die mitarbeitende Ehefrau, die Männer und Frauen, die schon eine Meisterprüfung haben oder vielleicht eine Meisterprüfung machen möchten. Und wir beraten über Tageskurse, Abendkurse, über Lehrgänge mit einem Zertifikat oder die mit einer Prüfung enden. Alles, was mit der Technik zu tun hat, was in den kaufmännischen Bereich fällt, und EDV und Netzwerk- und Systemtechnik. Bildung in allen Bereichen also. Um die Belange zukünftiger Handwerksmeister kümmert sich Silke Belo-Köfer mit ihren Kollegen. Mehrere 100 Meisterschülerinnen und Meisterschüler aus allen Gewerken werden pro Jahr von ihnen betreut und zum Meisterbrief geführt, dem Qualitätsmerkmal im Handwerk. Wie gestaltet sich hier eine Beratung? Wir beraten im Hinblick auf die Meistervorbereitungslehrgänge, zum einen zum Teil 1 und 2, das sind die fachspezifischen Teile, und zum Teil 3 und 4, das sind die kaufmännischen und berufs- und arbeitspädagogischen Teile der Meisterprüfung. Und zu allen Teilen gibt es Meistervorbereitungslehrgänge in Teilzeit- und in Vollzeitform. Und wir beraten über die Möglichkeiten, die derjenige, der Interessent hat, diese Kurse zu besuchen. Ist die Ausbildung geschafft oder gar die Meisterprüfung in trockenen Tüchern, stellt sich für viele Handwerkerinnen und Handwerker die Frage nach der Selbstständigkeit. Sie können sich an Stefanie Binge und ihr Team wenden. In der Betriebsberatung der Handwerkskammer Koblenz erhalten Ratsuchende alle Informationen und Tipps rund um die Themen Unternehmensgründung, Unternehmensführung und Betriebsabwicklung. Und das deckt so ziemlich alle Bereiche ab, die im Zusammenhang mit betriebswirtschaftlichen Fragen stehen. Wir beraten in allen Fragen der Betriebswirtschaft, in allen Fragen der Unternehmensführung. Das können banale Fragen sein, das können aber auch strategisch existenzielle Fragen sein. Also Beispiel, ich mache es mal griffig, ein Gründer kommt zu uns, der noch überhaupt keine Vorstellungen hat. Den beraten wir hinsichtlich eigentlich aller seiner zukünftigen Entscheidungen. Also wie sieht der Standort aus? Wie sieht eine möglich ideale Finanzierung aus? Wie sollte ein Businessplan aufgebaut sein, damit er gute Chancen hat, eine Finanzierung bei einer Bank zu bekommen?
Andere Fragen für bestehende Betriebe sind Kalkulation, wie muss ich kalkulieren, um am Markt bestehen zu können. Bei Filialisten lohnen sich neue Filialen oder muss man sich vielleicht von alten trennen? Also es gibt viele Fragen, so vielfältig das Handwerk ist, so verschieden sind auch die Fragen, die bei uns ankommen. Nicht nur betriebswirtschaftliche Fragen gilt es zu beachten, will man sein Unternehmen nach vorne bringen. Im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation widmet sich ein Beratungsschwerpunkt von vielen dem Bereich Gestaltung. Das bedeutet neben der Beratung zu allen Themen der Unternehmenskommunikation auch die kritische Beurteilung von Werbematerialien. Katja Vogt ist in diesem Beratungsbereich die erste Ansprechpartnerin. Bei der Handwerkskammer Koblenz haben Mitgliedsbetriebe die Möglichkeit, sich kostenlos bei mir beraten zu lassen. Das heißt auf alle Produkte, die zum Beispiel gedruckt wurden oder auch die Homepage. Ich schaue danach, ob das Logo noch zeitgemäß ist, inwiefern sich der rote Faden durch Briefbögen und Visitenkarte und auch die Homepage zieht und kann dann gegebenenfalls an Agenturen aus der Region den Auftrag weiterleiten und betreue dies dann auch. Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft. Das gilt für die rund 18.000 Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Koblenz. Für deren Beratung von der Ausbildung über Weiterbildung bis hin zu betriebswirtschaftlichen Fragen und Unternehmenskommunikation stehen die Experten der Handwerkskammer Koblenz Ratsuchenden aus dem Handwerk, aber auch anderen Interessierten zur Verfügung. Alle hier vorgestellten Ansprechpartner und ihre Bereiche finden Sie auch im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten dazu. Und sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns einfach an unter 0261 398 100.